Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to a new episode of the greatest show on earth. Welcome to Fall in the Press. 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 Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, zu einer total verschnupften Folge von Voll in die Presse, eurem Familienpodcast aus den drei Benanza-Bussen. Ich begrüße durch die offene Schiebetür, durch die die ganzen Pollen in unser Auto fegen, den Polo Ferrari. Herzlich willkommen. Und in der anderen Schiebetür sehe ich ein elegantes, weißes, naja, man kann sagen, leicht angebräuntes Bein von unserem gutgelaunten Herrn Sommer. Was? Jawohl. Er ist es, unverkennbar. Und mir gegenüber, wie immer, der wahrlich wie ein Honigkuchenpferd strahlende Beef Rogers. Hallöchen. Ja. Ich hoffe, ihr habt nicht so Heuschnupfenprobleme wie ich. Ich sage schon mal vorneweg als Disclaimer, wenn es hier schnieft und rotzt und sonst was, dann bin ich das. Die Jungs sind das nicht schuld. Oder hat einer noch dasselbe Leiden? Kannst du uns das zusichern, schriftlich, dass das jetzt nur Heuschnupfen ist? Ja, ja. Ja, Schnelltest hier. Aber mal ganz feste, tief ins Hirn reingestochen. Und einmal zwirbeln und dann wieder raus. Ja, 15 Sekunden durchdrehen. Ach, herrlich. Und quirl durch. Auch so eine Sache, die ich, glaube ich, nicht vermissen werde. Ja, das ich ziehe jetzt mal hier die Sandalen aus. Feier. Ah, oh Gott. Herrlich. Vielleicht mache ich das Fenster doch wieder zu. Oh, ja, wir sitzen hier in so einem gewissen Durchzug. Die Auslegeware ist aber ganz schön verdreckt. Hier mischte mal wieder. Also wenn ich das sind das doch deine Socken statt der Auslegeware. Ich habe keine Socken an. So. Sandalen mit Socken. Also wenn dir das geläufig erscheint, solltest du mal in dich gehen. Wenn ich das jetzt mit den Sandalen, wenn ich das mit den Sandalen jetzt höre, dann frage ich mich, ob wir nicht lieber dabei bleiben, dass wir in verschiedenen Autos sitzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Prollo und seinen nackten Füßen im Bangbus sitzen möchte. Ich habe auch keine Hose an, wenn ihr das bei deiner Entscheidung ist. Also quasi wie im Homeoffice. Ja, ja. Man sieht es aber zum Glück nicht. Die Krawatte hängt quasi direkt durch im Homeoffice. Die Krawatte hängt direkt durch, ja. Okay. Wo wir aber beim Thema sind, Hoden, meine Damen und Herren. Hängen die auch durch bei dir? Die hängen durch. Nee, ich habe mir leider so ein bisschen die Pointe versaut, weil ich wollte euch nämlich fragen, welcher Körperteil die am ähnlichsten ist vom Aufbau her zum Gehirn. Und der Hoden. Das sind, ja, sogar beide. Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat. Es ist nämlich tatsächlich so, Forscher aus Portugal haben sich bei einem schönen Rotwein nämlich mal auf die Suche gemacht und haben so die Körperteile verglichen, was so die meisten gemeinsamen Proteine hat und so. Und tatsächlich, der Preis geht an die Hoden. Hoden und Hirn sind sich die ähnlichsten Körperteile, die insgesamt 13.442 Proteine ja sich nicht teilen, aber jedenfalls gemeinsam haben. Und das ist ganz praktisch, weil bisher hatte man sich wohl immer gefragt, dass warum irgendwie sexuelle Dysfunktionalitäten und Gehirnstörungen irgendwie häufiger gemeinsam auftreten und keiner wusste so recht. Ja, aber wenn tatsächlich der Aufbau so ein bisschen ähnlich ist, zeigt sich da nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Aber das ist ja auch, rein äußerlich, hätte ich gedacht, gibt es da Überschneidung. Also beides hat ja so zwei Hälften. Ja. Und das Hirn sieht ja aus wie eine Walnuss, den Hoden nennt man auch die Nüsse. Also das gibt es ja schon Parallelen. Also jetzt, wo du es so sagst. Ja, und wenn man einen Tritt in beides kriegt, geht man auch gnadenlos zu Boden. Das stimmt. Ja, und irgendwie so dieser Ausspruch, schwanzgesteuert, oder ne, das hat ja dann auch irgendwie nochmal eine andere Bedeutung. Ja. Gut, also wir reden jetzt vom Hoden, aber es ist ja ungefähr dieselbe Region. Und eigentlich geht man ja immer davon aus, dass man vom Gehirn gesteuert wird. Aber vielleicht ist es dann manchmal doch auch anders. Ja. Ja, so ist es. Also ist eigentlich ein Kopfmensch eigentlich auch nur ein schwanzgesteuerter Typ? Im Grunde schon. Ja. Wenn er sagt, ach, ich bin so ein Kopfmensch. Also, denkt er mit der Hose. Ich bin so verkopft. Geil, will er dir eigentlich sagen. Ich muss euch da leider so ein bisschen enttäuschen. Also die haben zwar gewisse Ähnlichkeiten, nämlich erstens, dass sie halt einfach viel Energie verpulvern, also das Gehirn idealerweise durchs Denken und untenrum durch die Produktion von millionenweise Spermien und außerdem
haben sie tatsächlich, das wird jetzt so fast pseudowissenschaftlich, das Gehirn hat ja die ganzen Neuronen, ne, und die feuern so sich gegenseitig mit Informationen zu. Und der Hoden ist auch irgendwie, oder das, die, da arbeitet es halt auch in dem Sinne, dass halt ziemlich viel die aus den Zellen rausgeballert wird, wie ich jetzt hier wissenschaftlich mal ausdrücken möchte, ja, nämlich um da irgendwie Zeug zu produzieren. Und Exozytose nennt das der Wissenschaftler. Den Rest dann einfach bitte unten anklicken. Ja, ich habe jetzt keine Lust, das hier nochmal populärwissenschaftlich. Die, ja. Spermaproduktion oder was? Nee, dass irgendwie dieser Prozess, dass irgendwie so Zellen Stoffe abgeben. Ach so. So. Habe ich jetzt, das ist jetzt alles ja auf Englisch. Ich muss das hier für euch an Alphabeten ja alles übersetzen. Ich dachte, es wären Portugiesen gewesen. Ja, aber die Portugiesen. Ja. Jetzt ärgere Portugiesen ich mich halt. Nee, das, also der Text stammt aus einer Webseite, die nennt sich Science Alert. Ah, ja. Von einer Dame, die heißt Tessa Komonduros. Wenn du es sagst. Hätte jetzt auf Griechen getippt, aber Tessa klingt eher so ein bisschen. Hört ihr auch den Lärm? Ja, wir haben jetzt hier Techno-Kirmes. Das ist der Assi-Parkplatz für alle, die das erste Mal diesen Podcast hören. Wir stehen hier immer auf dem sogenannten Assi-Parkplatz, der auch regelmäßig von der Polizei frequentiert wird und von so ein paar Halbstarken in dicken Autos. Aber das sind Kleinwagen, vielleicht frisiert. Aber das ist wie bei den Hunden, die kleinsten Wagen haben die lautesten Boxen meistens drin. So. Wuff, richtig. Stellt sich die Frage, ob die Polizei wegen uns oder wegen der Halbstarken öfter mal hier ist. Ja. Also ich hoffe ja wegen uns. Gab es denn auch einen Zusammenhang zwischen Hoden und Hirngröße? Nee, also wenn man Glück hat, ist das Hirn größer. Ja. ist nicht immer der Fall. Aber nee, auf die Größe kommt es tatsächlich wie so oft nicht an. Also es ist halt einfach nur ähnliches Material. Und kleiner Schwenk zu den Koalas. Die Frage stellt sich ja, warum können so Körperteile mit völlig unterschiedlichen Funktionen so ähnlich sein? Aber das ist halt tatsächlich, das findet sich wohl in der Biologie häufiger, dass so auch evolutionstechnisch Dinge, die weit auseinander liegen, einfach sehr ähnlich sind. Zum Beispiel haben wohl Koalas fast ähnliche Fingerabdrücke wie Menschen. Ja, wo kommt das her? Ja, weil beide, der Koala noch am Baum hängt und die Menschen halt Vorfahren hatten, die häufiger an Bäumen hangen und so Fingerabdrücke scheinen da wohl beim Festhängen zu helfen. Ja, also 70 Millionen Jahre Entwicklung dazwischen. Aber so Ähnlichkeiten finden sich halt. Ja, und das eben auch innerhalb des Körpers. Ja, und man muss aber schon sagen, dass es ja auch Hinweise darauf gibt, dass einfach die Hoden auch als evolutionsbedingt oder als Ergebnis der Evolution auch als wichtiger als das Gehirn angesehen werden, denn die hängen ja im Prinzip außerhalb des Körpers, um eben eine bessere Kühlung zu kriegen, während das Gehirn, das kann man ja nicht unbedingt behaupten, dass es außerhalb hängt, und insofern also die Klimaanlage ist ja dann eigentlich, wird dem wichtigeren Teil, Körperteil gegeben und nicht dem Gehirn in dem Fall. Ja, aber das ist doch auch gut durchblutet und wird auf Temperatur gehalten. Aber du hast natürlich recht. Jetzt ärgere ich mich gerade total. Ich hatte heute Morgen kurz einen Artikel in der Hand, der aussagte, dass Ebersperma ein deutscher Exportschlager ist. Das hätte ich jetzt so schön hier einpflegen können. Ich fand es dann aber irgendwie ein bisschen eklig, weil der sehr dezidiert Ebersperma von deutschen Ebern, also auch so Schweinen, ganz gewöhnlichen Zuchtschweinen. Und dann war so ein YouTube-Video da verlinkt, wie man halt dieses Sperma gewinnt. Konnte man sich da sehr schön anschauen. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch eine Nummer zu viel. Ich habe ja gesagt, wir sind familienfreundlicher Podcast. Und dann verlinken wir da irgendwelche YouTube-Videos, wo so ein Kerl hinter so einem Eber kniet. Also er hat es, glaube ich, er hat nicht Hand angelegt, er hat es nur kontrolliert, aber ich, ja, irgendwie fand ich es halt zu ekelig für morgens. Und, das ist. Aber es hätte hier sich sehr schön einfügen können, weil wir immer die Meister der Überleitung sein wollen. Deswegen. Ja, Meister der Überleitung, wenn du jetzt das Stichwort eklig bietest, dann übernehme ich diese Vorlage gern an und bringe auch was Ekliges. Hätte sich auch als Quickie geeignet, keine lange Geschichte, aber irgendwie so eine Sendung zu beenden mit was Ekligen ist ja auch irgendwie doof. Deswegen jetzt mal direkt schon am Anfang der Sendung. Kommt ein Mann am Flughafen an und sein Koffer stinkt bestialisch. Die Zöllner werden natürlich aufmerksam. Was hat der denn wohl im Koffer drin? Habt ihr eine Idee?
Dass der im Koffer drin hat. Tja. Also es stinkt so extrem, dass es eben sofort aufgefallen Fäkalien. Ist. Fäkalien. Elefantendung. Ehemaliges irgendwas. Frisches Fleisch. Ich würde sagen, irgendwelche lebenden Tiere, die den Transport nicht so gut weggesteckt haben. Also da ist der Beef. Ich weiß nicht, der Beef, auch vom Namen her, das macht Sinn, dass er das wieder jetzt am nächsten irgendwie rausgekriegt hat. Da ist tatsächlich ein ehemals lebendes Tier drin. Und zwar war das ein Mann, der in der Türkei war, der da auch jagen war und Rehe geschossen hat. So, dann ist er jetzt hingegangen und hat die Köpfe von den Rehen sich in die Koffer gepackt und mit nach Hause genommen. So, ist irgendwie nicht so wirklich schön. Die haben erstmal ein Röntgenbild gemacht, bevor sie es geöffnet haben, sicherheitshalber am Zoll. Und dann konnte man die Ursache des Gestanks sehen, dass da nämlich mehrere Tierschädel im Koffer waren. Und warum hat er das gemacht? Das ist natürlich klar, irgendwie Trophäenjagd. Und er hat behauptet, er hätte es irgendwie in der Türkei noch abgekocht, aber es war eben nicht sauber abgekocht, sondern hier steht Fleisch, Knorpel, Gewebereste waren noch an dem Schädel dran und die feuchten Schädel hätten dementsprechend auf dem Flug angefangen zu verfaulen. So, und was spielt das jetzt noch für eine Rolle für den Ausgang der ganzen Geschichte? Das ist auch irgendwie ganz interessant. Die stehen zwar nicht unter Artenschutz, hätte er theoretisch sogar machen dürfen und behalten dürfen, die Köpfe, aber nur ohne Fleisch und Knorpelreste. Das hätte er ordentlich in der Türkei abkochen müssen, dann hätte er das behalten dürfen. So muss es sichergestellt und vernichtet werden auf Kosten des 64-jährigen Jägers aus Gummersbach. Ja, schade. Und den Knorpel da lassen konnte er auch nicht, ne? Weil er durfte ja kein Messer auf dem Flug dabei haben. Also es ist auf jeden Fall echt, es sieht schon eklig aus. Ich gebe das hier, wir haben ja jetzt offene Türen bei dem Wetter. Ich gebe das jetzt mal hier gerade weiter. Das, machen wir eigentlich im Sommer mal sowas. Das ist leider kein Farbbild, aber es sieht einfach eklig aus, schon auf schwarz-weiß. Herrlich, ich brauche das gar nicht größer. Ich brauche das auch nicht zwingend. Machen wir eigentlich die Tage mal Tag der offenen Tür hier, weil wir können uns doch hier mal auch Zaungäste einladen. Das ist wirklich erfrischend anders. Sobald die Inzidenzen es erlauben, können wir die vielen hunderte und tausende Besucheranfragen positiv bescheiden. Das geht schon mal raus an die Fangemeinde. Assi-Parkplatz, meistens sonntags. Ja, traumhaft. Das ist. Sag mal, nimm dein Ekelbild wieder zurück. Ja, immer lässt du den Beef verhungern. Diesmal kriege ich Sonnenbrand. Als Integrationsbeauftragter dieses Podcasts muss ich das auch mal anprangern. Das scheint Methode zu sein bei dir, dass der immer hier seinen Arm. Das hast du letzte Woche auch mit Adam gemacht. Nö, das ist ganz einfach. Ich mache so ein gewisses, so ein subtiles Fitnesstraining mal. Ich einmal den Arm ausstrecke. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja nur bei bestimmten Parteien irgendwie Fitnesstraining anerkannt. Ich habe auch was. Also, ich würde die Fleischüberleitung nutzen. Ich habe hier was. Auch Nomen eine schöne. Omen. Genau. In Homburg, also im saarländischen Homburg, hat ein Dieb Grillfleisch aus dem Wurstautomat geklaut. Wurstautomat? Was? Ist ja schon mal geil. Ich kenne den Wurstblinker bei Wenne. Ja, also auch beim Wurstautomat habe ich auch mal gestutzt, scheint aber nicht völlig unbekannt zu sein. Also ich weiß nicht, es gibt dem einen oder anderen, gibt es jetzt ja auch schon bei so einem Landwirt, gibt es ja dann mitunter so Milchautomaten oder so Eierautomaten, dass du da eben da ein Sixpack Eier oder was auch immer kaufen kannst. Aber es gibt im Saarländischen und auch wohl in Bayern, das habe ich jetzt alles, gibt es wohl auch Wurstautomaten. Das heißt, da sind im Prinzip irgendwelche Grillgüter drin. In dem Fall waren es im Wesentlichen Würstchen, also Bratwürstchen und Schwenkbraten. Und der gute Dieb, ob jetzt Männlein, Weiblein, sei dahingestellt, hat da Grillwürstchen und Schwenkbraten zwischen 2 Uhr nachts und 7 Uhr morgens. Da habe ich jetzt schon gedacht, unter normalen Bedingungen wäre das so die klassische Studi-Party, wo es irgendwie ein bisschen leer gelaufen ist. Der eine fährt zur Tanke und der andere kümmert sich um Wurst und Grillkram. Genau, also hat das im Wert von 250 Euro geklaut, hat aber wohl dann doch noch ein gewisses Gewissen an den Tag gelegt und hat immerhin noch ein Entschuldigungsschreiben dabei gelegt, dass es ihm sehr leid täte. Und genau, hat aber trotzdem kein Geld dagelassen. Ich nehme an, der Besitzer des Wurstautomaten hätte sich eher über Geld gefreut oder über eine, wie soll ich sagen, sachgerechte Benutzung des Gerätes, weil er durfte jetzt, glaube ich, den kaputtgemachten
Wurstautomaten dann auch wieder reparieren lassen. Ich meine, hat er die Wurst nicht zurückgelegt nach Gebrauch? Die Wurst kam dann nicht wieder, nee, das ist dann irgendwie auch so eine Sache. Gibt's genaueres zum Inhalt der Entschuldigung? Nee, steht hier nur, dass er einen Zettel dabei gelassen hat und da Entschuldigung quasi drauf geschrieben hätte. Aber wie gesagt, Grillgut zurücklegen, das war jetzt schon auch irgendwie weg und Getränke und alles andere eben entsprechend kaputt gemacht. Also insofern geht so. Der Sammer läuft gerade um sein Fahrzeug. Aber wie gesagt, über den Wurstautomaten habe ich auch ein bisschen gestutzt. Das fand ich auch irgendwie ulkig. Ja, ja. Gut, aber das kennt man doch. Dann hat man spätabends noch Schmacht, alle Läden zu. Und dann gehst du mal an den Wurstautomaten. Ist die Wurst denn vorgegart oder muss ich mir die noch brutzeln? Das weiß ich auch nicht. Stand jetzt hier nur Bratwurst. Also ich nehme aber einen Schwenkbraten, ist jetzt ja, also... Der wird dann live geschwenkt. Der wird dann live geschwenkt quasi. Ja. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen, ich habe das mal vor Jahren, das fand ich aber auch schon ekelhaft. Also entweder muss das Ding ja auch eine gute Kühlung haben, weil irgendwie sonst. Allerdings habe ich das vor Jahren mal im Supermarkt gesehen. Da wurde eine Pfanne verkauft mit einer Bratwurst drin. Also die Bratwurst lag in der Pfanne, da war die ganze Pfanne inklusive Bratwurst, war in Zellophan, also Folie eingeschlagen und dann konntest du das so komplett als Set kaufen. Nicht also, hab ich auch gedacht, aber im Kühlregal hoffentlich. Nee, tatsächlich lag das im normalen Bereich und war auch mehrere Tage haltbar, was ich ja bei Bratwürsten schon mal grundsätzlich verdächtig finde. Ja. Aber evolutionär gesehen kommt das wahrscheinlich von diesen Biergebinden, wo dann noch ein Bierglas dabei ist als extra. Das kann ja sein. Und wo ich auch jedes Mal schwach werde. Apropos, kleiner Exkurs, weil du sagst Biergebinde, die Paulaner Brauerei, in dem Fall, wir nennen ja hier auch viele andere, die haben so ein Biergebinde jetzt zur EM mit kleinen Tippkick-Männchen, wo so ein Flaschenöffner dran ist. Bei sowas werde ich ja schwach. Also nur, falls einer mal hier eine Freude bereiten will. Ich bin jetzt dran vorbeigegangen, weil ich weiß, dass ich immer schwach werde und stärker sein will. Aber geschenkt würde ich es nehmen, ganz ehrlich. Ja, wir sind hier wieder echt gut unterwegs mit den Überleitungen. Ich habe mir eigentlich ein Stück weit die Überleitung eben schon selber vorbereitet. Dann kamt ihr mit eklig und du jetzt noch mit geklauten Wurstwaren. Und ich habe jetzt sozusagen die perfekte Verbindung zwischen allen dreien. Und zwar, ein Mann in Baden-Württemberg braucht eine neue Herzklappe. Das ist mal die Ausgangssituation. Und weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man kann unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen eine Schweineherzklappe bei Menschen einsetzen und dann funktioniert die ganz wunderbar. Da braucht man sozusagen keine moderne Technik oder so. Das ist eine reine Routineuntersuchung. Das sind speziell gezüchtete Schweine und dann wird das bei denen eingesetzt. Warum RTL.de daraus aber einen Artikel gemacht hat, ist der Umstand, ist der Job dieses Mannes. Was glaubt ihr, was dieser Mann aus Baden-Württemberg 42 Jahre lang gemacht hat? Schlachter, genau. Er hat 42 Jahre lang Schweinen den Hals durchgeschnitten und die geschlachtet, die zu Würsten verarbeitet, Koteletts draus gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt kriegt er eine Schweineherzklappe und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte, aber er nimmt es mit Humor sozusagen und findet es auch selber lustig. Und RTL weist noch darauf hin, das habe ich aber eigentlich schon vorweggenommen, nein, der Metzger hat natürlich nicht ein selbstgeschlachtetes Schweineherz mit in den OP gebracht. Das sind, wie gesagt, spezielle Schweine, die in speziellen Stellen, wahrscheinlich unter sehr klinischen Bedingungen, nicht nur geschlachtet, sondern auch gezüchtet werden und dann ihre Herzklappe geben dürfen. Bestimmt auch ein ordentliches Kardioprogramm. Ja, genau. Die durchlaufen dann da so ein ganzes Bootcamp, damit die ein schön starkes Herz haben und dann kommt der Metzger und kriegt es eingesetzt, damit er weiter Artgenossen killt. Ja. Das ist Ironie des Schicksals. Das ist, wie gesagt, aus Schweinesicht richtig fies sogar. Ja. Also doppelt fies. Aber der Metzger hat Schwein gehabt, oder? Ja, das so natürlich gesehen. So gesehen. Der Metzger hat Schwein gehabt. Nur das Schwein nicht, die arme Sau. Das Schwein nicht. Sag mal, habt ihr das mitgekriegt? Es ist jetzt echt gerade gemein von mir zugegeben, weil es gerade so lustig ist. Aber habt ihr das mitgekriegt? Es gab da irgendwie einen Bericht, weiß nicht, Monitor, Report oder was weiß ich was, wie hier in Deutschland Schweine gekillt werden, bevor sie dann, wie der Ben sagte, irgendwie zum Ausbluten aufgehangen und aufgeschlitzt werden. Ich habe das gesehen. Bolzenschuss, dachte ich. Nee, schön wär's. Früher, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, nachdem ich aus der Großstadt dahin nach Hessen, ne? Osthessen und da auf dem Bauernhof gegenüber, die haben über den Bolzen gekriegt, die Schweine. Also, als ich das gesehen habe, ohne Scheiß, ich habe weggeschaltet irgendwann. Da haben irgendwie Tierschützer eine
versteckte Kamera eingebaut. Die Schweine werden, die kommen in so eine Art Fahrstuhl. Das ist aber, kann man sich jetzt nicht, wie wir einen Fahrstuhl kennen, vorstellen, sondern das ist ein ganz schmaler Schacht. Da mit Gestänge und oben, nach oben hin auch so Stangen, damit die da irgendwie nicht rauskommen. Also wirklich ein relativ enges Ding und dann werden die in so einem Schacht runtergefahren. Und dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird dann irgendwie CO2 zugeführt und die werden dadurch betäubt. Und da haben die einen teilweise minutenlangen sozusagen Todeskampf. Also die sterben dabei nicht, die werden erstmal, das soll eine Betäubung sein, aber für die ist das ein Todeskampf, weil das wie ne, Ersticken ist. Und dann die Tierschützer haben, um das mal rauszukriegen, auch was da passiert und wie lange das dauert, haben die da, wie gesagt, so eine Kamera eingebaut und das konnte man dann sehen, die Schweine, wie die da versuchen rauszukommen aus diesem Ding da irgendwie, das ist elendig, das ist so elendig und es dauert mitunter lange, bis die dann tatsächlich betäubt sind und dann kommen die da betäubt an den Haken und werden irgendwie aufgeschlitzt und bluten aus und selbst da sind dann wohl noch immer welche dabei, die dann noch nicht genug betäubt sind. Also es ist wirklich absolut, ich weiß nicht, wie, ich hätte jetzt unmenschlich gesagt, aber das passt ja nur bei Tieren nicht, aber es ist wirklich, es ist eine also für mich ein Riesenskandal, wie hier Millionen von Tieren zu ihrem Lebensende kommen sozusagen. Also ich bin fassungslos, aber, wirklich. Aber sag mal, warum machen die das denn auf diese Art und Weise? Also ich, wie gesagt, auf dem Land früher in den 80ern oder Ende der 70er, als ich da mal lebte, war es wirklich ein Bolzenschussgerät. Das war relativ kurz und schmerzlos. Nicht, dass das immer dann, manchmal lief die Sau dann auch noch ein bisschen weiter. Fanden wir Kinder natürlich auch trotzdem eklig, das zu sehen, aber so mit Betäuben und Ausbluten, so hat das was mit der Qualität des Fleisches zu tun? Wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist eine legale Methode, gesetzlich erlaubt. Die haben der hatte immerhin die Eier, der Typ von dem Schlachthof, sich den Kameras zu stellen und der sagte, ja, das ist nicht schön, das dauert auch mitunter lange, es ist aber gesetzlich erlaubt. Das hat halt eben diese Nachteile, aber auch irgendwelche Vorteile. Das wurde dann nicht genau ausgeführt. Ja. Also erfahrungsgemäß, ohne dass ich jetzt tatsächlich da tief im Thema drin bin, das bin ich Name hin, Name her nicht, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich einfach die billigste Methode. Also schlicht die, sprich die einfachste in Anführungsstrichen und billigste Methode für den Fleischproduzenten, da die Tiere irgendwie um die Ecke zu bringen. Als Massengeschäft. Ja, und automatisierbar. Als automatisiert, genau. Halt also noch du hast keinen Personalbedarf, sondern bei einer Bolzenschuss, ich kenne das von früher auch noch, ich komme auch aus dem vom Plattenland, das machst du halt, da ist dann halt, wird ein Schwein so geschlachtet irgendwie, aber da ja hier aber tausende von Schweinen, wir hatten das ja vor nicht allzu langer Zeit, wo da die Corona-Ausbrüche da in den Großschlachtereien waren und wo dann auch ja mal diese Zahlen dann irgendwie rauskamen, welche Mengen an Tieren da an einem Tag da rausgeschlachtet wurden. Das waren deutlich über 20.000 Tiere, die da nur zum Anfahren der Produktion irgendwie durchgeschleust wurden. Also das sind Dimensionen, die kann man sich Ende des Tages nicht vorstellen. Da geht es immer nur um Geld. Und wenn die Methode halt pro Schwein 2 Cent billiger ist als eine andere Methode, dann wird halt genau die angewandt. Ob dem Schwein, also ob das Schwein sich dabei quält oder nicht, ist doch völlig egal. Da hat sich ja nur auch der Gesetzgeber, also ähnliche Diskussionen gibt es ja mit diesen männlichen Küken, ähnliche Diskussionen gibt es bei der Kastration von Tieren. Das ist der Gesetzgeber, der interessiert es auch nur wesentlich. Da werden ein paar Scheingeschäfte gemacht und es wird ein bisschen Sonntagsreden und bedauert, aber geändert wird letzten Endes nichts. Ja. Ja gut, mit den Küken haben sie ja jetzt was geändert. Ja, also in 2000 und Apples und auch da nur mit langem, langem Gedöns. Ja, es ist jedenfalls tatsächlich, glaube ich, nötig, dass jeder irgendwie sein eigenes, wie soll man sagen, Fleisch, Essverhalten und so weiter. Es geht ja auch nicht nur um Schweine, es geht ja um viele andere Faktoren, dass man echt sich selbst überprüft. Und also was ich mich nämlich gefragt habe nach dieser Geschichte, wenn ich jetzt, ja, ich versuche beim Fleischkaufen immer darauf zu achten, es gibt ja irgendwie diese 4 Haltungsstufen, 1 bis 4, 4 ist die beste. Wenn ich jetzt hingehe und quasi Stufe 4 Schwein kaufe oder Stück Fleisch vom Schwein kaufe, was dann vielleicht mit Fernseher und DVD-Spieler im Stall gelebt hat, also was unter guten Bedingungen gehalten wurde,
Ist das dann, bezieht sich das dann auch aufs Sterben? Ja, ist das, werden jetzt die Tiere, die gut gehalten wurden, auch human getötet oder ist das da ausgeklammert? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mich stelle oder ich mir gestellt habe. Das würde ich einfach gern wissen. Ja, ich würde einfach gern wissen, wo kann ich, welches Fleisch kann ich kaufen, wo ich weiß, A, die wurden gut gehalten und B, die wurden auch human getötet. Ja, jetzt hast du gerade mal eine Sprechpause, weil jetzt kommt gleich was angeflogen, was der gute Prollo besorgt hat. Oh, hat fast geklappt. Okay. Also Beef kann mehr mit Fleisch um sich werfen als mit Getränken. Das liegt jetzt unter deinem Auto. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, Prollo, möchtest du vielleicht selber mal ein Entree machen? Ja, also eine Überleitung bietet sich da gar nicht an, denn auf der Packung ist nämlich der gute Nelson Mandela drauf. Und da verbieten sich jetzt, glaube ich, thematische Überleitungsversuche. Der gute Mann ist da irgendwie drauf geraten. Letztendlich ist es ein Eistee. Und das ist ein Eistee aus Rotbuschtee. Und der Nelson Mandela kommt ja auch aus Afrika. Südafrika. Hat sich wahrscheinlich der Werbefuzzi gedacht, ach, Afrikaner, kenne ich. Ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Kleingedruckte nicht gelesen. Da steht natürlich in so ein paar Absätzen, was der Mann so erreicht hat. Ja. Ich habe aber tatsächlich, war ich nicht in der Lage, den Zusammenhang mit diesem Tee herzustellen. Ja, außer, der Zusammenhang ist, glaube ich, nur das Rooibos oder ne, in Südafrika. Ja. Das ist ja so ein, ja, wahrscheinlich sowas, hat der, was nur in Südafrika wächst. Und ja. Also die Werbeagentur hat Afrika gegoogelt und da kam Nelson Mandela und dann haben sie sich gedacht, ach ja, ja, kann drauf. Ich habe das auch gesehen und ich muss sagen, ich finde das irgendwie schräg. Also ich meine, der Mann, der hat ja wirklich viel fürs Ende der Apartheid erreicht, auch als Präsident von Südafrika, aber jetzt muss der hier nach seinem Tod herhalten als sozusagen Werbegewissen von Red Tea Arizona. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus dem Discounter ist. Irgendwo erkenne ich dieses Arizona und hat ja irgendwie jetzt sogar, ist ja jetzt nicht mal irgendwie so ein Hipster-Getränk, die behaupten, sie spenden da irgendwie $5 für jede Flasche, die wir saufen, an die Anti-Apartheids-Bewegung. Das ist völlig korrekt. Das Getränk ist trotzdem recht teuer, aber da wird nichts gespendet. Das geht alles in die Taschen des Besitzers und Nelson Mandela ist wahrscheinlich tatsächlich nur, ja, also keinerlei Zusammenhang. Das Zeug kommt aus den USA, also genau genommen aus, rate mal, Arizona. Nein. Und hat sich jetzt hier irgendwie auch, auch so wie verbreitet letztendlich. Jetzt haben sie hier, sehe ich gerade, so eine Niederlassung in den Niederlanden, weil das bei uns gerne getrunken wird. Das ist dann niederländisch, Arizona. Verfolge ich das so ein bisschen. Also die haben jetzt sich jetzt quasi importmäßig breit gemacht. Aber ich finde es super, weil es ist wirklich warm. Es schmeckt warm. Auch nicht schlecht, aber und was jetzt der arme Nelson damit zu tun hat. Das ist doch tatsächlich fast mal eine Recherche wert. Das ist doch total schräg. Ja, kann man da nicht eine Hörerrecherche draus machen, weil dann haben wir nicht so viel Arbeit damit. Ja, aber es ist doch tatsächlich schräg, wie du schon sagst. Ja, da steht da tatsächlich dann noch irgendwie so ein halber Aufsatz zu Nelson Mandela drauf und man fragt sich, ja, und jetzt geht jetzt das Geld in irgendeine Stiftung von ihm oder was weiß ich was, aber das war's dann. Das ist ja irgendwie total schräg. Ja. Steht denn hier was von Stiftung? Hier steht doch. Hier steht, dass sie stolz sind auf die großartige Arbeit des Nelson Mandela Long Walk to Freedom School and Literacy Project zu feiern, die schon Tausenden von unterprivilegierten Kindern und Mitgliedern der Gesellschaft zu besseren Chancen verholfen hat. Das hat ja gleich schon wieder sowas Koloniales, also diese Ausdrucksweise schon. Ja, vor allem das Geile ist, sie feiern es nicht. Deswegen feiern wir das jetzt auch und trinken diese Brause. Ja, genau. Schmeckt aber wirklich ganz gut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob Tee drin ist. Können wir richtig abkühlen? Aber du als Verbraucherschützer, Prollo, du bist ja unser Verbraucherschutzbeauftragter. Ja. Da hätte ich schon eine Internetrecherche mal erwartet. Was hat es damit auf sich mit dem Kram hier, mit dem Nelson und also, dem Tee? Ich bin ja kein Jurist, aber es gibt ja auch keine Juristen hier. Aber also wenn die schon nur schreiben, feiern, dann meinen sie auch nicht fördern. Weil ich glaube, das würde ich schon mal sagen. Also wenn unsere jungen Söhne sagen, ich feiere den, dann heißt es ja nur, dass sie den gut finden. Ja, genau. Und dann war es das. Und dann geben sie immer kein Geld. Und mir auch nicht. Räuberstehe. Vielleicht ist das so eine, weiß ich nicht, diese Schiene, wir machen darauf aufmerksam, dass der, weiß ich nicht. Also schmeckt aber jetzt trotzdem, ist schon okay. Es schmeckt sehr gut. Ich hätte ja auch was, bei mir wäre es jetzt eigentlich nicht Arizona, sondern Kalifornien, aber es hängt auch mit dem Töten zusammen, in dem Fall nicht von Schweinen. Und zwar hat in USA ein US-Richter das nach 30 Jahren das Sturmgewehrverbot in Kalifornien aufgehoben. Mhm.
Sturmgewehr, ihr seid ja alle tief im Thema drin. Ich habe es nochmal nachgeschlagen, weil ich wusste es nicht. Das ist eine vollautomatische Schusswaffe und eine leichte und kompakte Mehrzweck-Militär. Entschuldigung, ich habe es angekündigt. Machst du den Rest dann auch vom T-Shirt bitte weg. Ist auch gleich das Sturmgewehr in der Hose losgegangen. Vollautomatisch. In der Hose geht's noch. Das ist auch so ein Gattungsname, das heißt, genau genommen ist es eigentlich nur ein Gewehr. Sturmgewehr ist eher so ein bisschen so wie, die schreiben hier Jeep für Geländewagen oder sowas. Also eher so ein Gattungsname. So wie kennt auch jeder diese treffsicheren Stormtrooper aus dem Star Wars. Ne? Ja, genau. Sowas Star, Wars. Star Wars, genau. Der Star Wars. Okay, also wie gesagt, geht jetzt dann auch Sturmgewehr, ist dann eher noch so eine propagandistische Namensgebung aus dem Deutschen Reich, Wunderwaffen und so weiter. Also insofern alles ein bisschen schwierig. Egal. Mir geht es eigentlich hier um was anderes und weniger jetzt um den Begriff Sturmgewehr oder die Herleitung des Begriffes, sondern die Begründung, die Urteilsbegründung. Der hat 94 Seiten vollgeschrieben, warum er das jetzt aufhebt, das ist schon mal viel. Und der Hintergrund ist, dass er sagt, also das Gewehr, in dem Fall der Typ AR-15, sei jetzt Zitat, eine perfekte Kombination aus einer häuslichen Verteidigungswaffe und der Verteidigungsausrüstung des Heimatschutzes. Zitat Ende. Das schreibt dieser Richter und dann legt er noch nach. Und jetzt, da habe ich auch ein bisschen gedacht, das Gewehr gleiche insofern dem Schweizer Taschenmesser. Waffen und Munition in Händen von Kriminellen, Tyrannen und Terroristen sind gefährlich. Waffen in den Händen von gesetzestreuen, verantwortlichen Bürgern sind besser. Das ist so die Begründung des Richters, warum er das aufgehoben hat. Ja. Da habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe mal geguckt, oder andersrum, man könnte es jetzt ja andersrum, es wird jetzt auch von dem Gouverneur, der bereitet da Berufung vor und regt sich ziemlich drüber auf und es gibt noch mehr, sich darauf aufregen und so weiter und so fort. Aber die Begründung, so ein Sturmgewehr wie ein Schweizer Taschenmesser, finde ich schon eine relativ sportliche Überleitung oder Vergleich. Man könnte ja mal vorschlagen, dass alle ihre Sturmgewehre gegen Schweizer Taschenmesser tauschen und man nach einem Jahr mal die Tötungsstatistik sich anguckt, weil in den USA sind Schusswaffen weit verbreitet und so weiter und so fort. Die Gesundheitsbehörde verzeichnete allein 2019 insgesamt 39.707 Schusswaffentote, also fast 110 Schusswaffentote pro Tag. Das waren, unterstelle ich mal, nicht alles Terroristen. Sondern mehr oder weniger die gesetzestreuen, verantwortlichen Bürger. Das finde ich bitter. Ja, Beef, ich bin dir dankbar, dass du es hier eingebracht hast. Ich habe den Artikel auch gelesen, habe ihn jetzt nicht mitgebracht, aber ich habe genauso gedacht wie du, das kann doch nicht wahr sein. Und diese Begründung, also es ist absurd, oder? Es ist absurd, es ist absolut absurd. Also mit dem Taschenmesser, das ist natürlich also unterste Schublade, ist unglaublich. Ja, wobei, aber, Moment, wissen wir denn, wie das Schweizer Taschenmesser in den USA aussieht? Da ist ja so ein Rambo-Teil, da so ein Buschmesser dran. Naja, mein Buschmesser, genau. Meine Flak. Naja, wir kennen ja alle, ich unterstelle mal, MacGyver wurde bestimmt in den USA gedreht, oder? Der hat doch immer so ein Schweizer Messer in der Hosentasche gehabt. Ja, wer weiß, vielleicht aber ist die Version ja viel martialischer. Aber ja, ich finde ja in allen Größenordnungen die Dinger. Ich fand halt wirklich auch, unabhängig jetzt von diesem, das ist ja fast ein Gag mit dem Taschenmesser, diese Geschichte auch mit dem Heimatschutz, ja. Also so viel ich weiß, also ich wollte mich immer mal ein bisschen genauer dem Thema widmen und habe es nie geschafft, aber so viel ich weiß, stammt ja dieser Verfassungszusatz, der wievielte auch immer das ist, das stammt ja aus einer Zeit, wo eben es nicht irgendwie so eine einheitliche Armee und weiß nicht was, Polizei und all den Schutz gab, sondern wo eben Heimatschutz dafür zuständig war, irgendwie, keine Ahnung, die Stadt, die City irgendwie sicher zu halten oder das eigene Heim sicher zu halten. Und jetzt hinzugehen und irgendwie daraus irgendwie abzuleiten, dass im Jahr 2021 das die perfekte Waffe für den Heimatschutz wäre, also das ist total abstrus. Da fragt man sich ganz ehrlich, entweder das ist ganz offensichtlich ein totaler Waffennah, dieses Verbot galt ja, glaube ich, auch schon 30 Jahre, oder die NRA hat irgendwie ein bisschen wieder Geld investiert, weiß ich nicht. Ja, also
danach klingt es auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch bei dem Sturmgewehr, da geht es halt auch drum. Also das ist halt, die ist halt auch für vollautomatische Schussfolgen optimierbar optimiert. Das heißt, man kann einfach auch mehrere Schüsse gleichzeitig abgeben. Da stelle ich mir schon mal vor, irgendwie, also A, häusliche Verteidigungswaffe und auch B, Heimatschutz. Also, ja, man sollte mal seine bekloppt. Kontobewegungen, sollte man mal nochmal so ein bisschen überprüfen von diesem Bundesrat. Das kann sein, aber ja, unabhängig davon. Also ich finde tatsächlich auch mit sowas durchzukommen. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann eine Entscheidung eines Einzelnen sein kann. Das kenne ich mich jetzt tatsächlich im amerikanischen Justizsystem nicht aus, aber es ist schon irgendwie abstrus. Wie gesagt, vielleicht wäre wirklich mal ein dreijähriger Tausch alle Sturmgewehre gegen Schweizer Taschenmesser, die Besitzer, und dann gucken wir doch mal, wie viele Tote es dann gibt. Vielleicht, dann könnte man ja mal was dazu sagen. Vielleicht fragen wir mal Machine Gun Tyler. Ja. Ich habe hier in dem schönen Soundboard einen Sound, den ich jetzt nicht kenne, der nennt sich Machine Gun Tyler. Mal sehen, was der sagt. Du und dein Soundboard. Unglaublich. Klingt eher als Sender einer der Heckenschere und Speed. Das war der O-Ton von Machine Gun Tyler zu dem aufgehobenen Sturmgewehrverbot. Sehr, sehr geiler, ja, sehr geiler sehr O-Ton. Pass auf, Leute, ich habe auch einen O-Ton und ich mache damit auch so ein bisschen wieder dieses schwierige Schweinetötungsthema wett und bringe mir noch ein bisschen Stimmung rein. Kurz bevor jetzt hier Corona ganz die Biege macht, ja, ich bin totaler Optimist und irgendwie haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt das Ende dieser Pandemie ansteht. Kurz davor will ich dann doch nochmal auch ein Corona-Thema bringen, weil die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, haben einfach mal wieder eine geile Aktion gemacht. Ich glaube, der Ben Cartwright hatte auch schon mal das eine oder andere von den BVG eingebracht. Die haben ja irgendwie, die müssen ein super Medienteam haben. Also die haben ein Video gemacht, ein Musikvideo zum Thema Corona, und zwar auf den Song von Polarkreis 18, Allein, Allein. Jeder weiß ja, ne, in der Corona-Zeit ist Busfahren, Bahnfahren und so weiter nicht ganz so der Hit gewesen. Da waren die Busse eher ziemlich leer, weil wegen der Ansteckungsgefahr man eher nicht so gerne fahren wollte. Und das haben die jetzt zum Thema gemacht. Und haben, ich weiß nicht, ob da dann die Leute, die da auftreten und singen, ne, das in dem Video sind das dann immer Busfahrer, Straßenbahnfahrer, jemand, der die U-Bahn, also die U-Bahn reinigt oder die Haltestelle reinigt. Die singen dann da alle mit, ob das jetzt wirklich alles Busfahrer, Bahnfahrer und sonst was sind. Keine Ahnung, zuzutrauen wäre es dem BVG. Aber ich spiele jetzt einfach mal ein Stück hier aus dem Lied euch vor. Ich habe mal so ein Minütchen mir rausgesucht und dann könnt ihr mal zuhören. Und ich finde auch schon ohne das Video, ich finde es super geil gemacht. Das war mal so ein Ausschnitt. Ich finde die echt geil, muss ich sagen, die BVG-Leute. Ein cooler Song mit einer coolen Geschichte, die sie dazu gemacht haben, cool umgetext. Guckt es euch an. In den Shownotes verlinken wir es. Ansonsten auch einfach mit BVG und wir fahren allein zu finden. Das lohnt sich. Es ist wirklich witzig. Und das Schöne ist, wer jetzt noch auf diesen Link klickt und dem Sammer eine persönliche Mail schreibt, je mehr Mails er bekommt für diesen kleinen Einschub, desto länger gilt sein jahrelanges Freifahren in den Berliner Verkehrsbereichen. Ja. Er hat nämlich quasi die Black Mamba der Freikarte von der BVG für diesen kleinen Einspieler bekommen.
Ich habe mich schon gefragt, was du letztens sagtest, ich muss mal nach Berlin, Gespräch und so. Ja, ich bin clever. Nein, also das ist ja BVG hin, andere her. Wir bringen das ja hier auch tatsächlich ganz jenseits jeglicher Werbeintentionen, solche Sachen, solche auch ja sozialen Medien, Projekte, meinetwegen auch von Verkehrsbetrieben oder Polizei oder anderen Anbietern, ganz objektiv, weil es einfach gut gemacht ist in dem Fall, wie der Sammer sagt, und Spaß macht und nicht natürlich mit irgendeiner Werbebotschaft. Vor allem angenehm, ich fahre auch privat weiterhin ausschließlich Taxi. Ja. Ja, ich fahre immer nur mit meinem Diesel durch die Gegend. Ich fliege, insofern. Aber nein, ganz im Ernst, also ich finde es angenehm selbstironisch. Das ist ja, hat ja mal seine Momente. Ja, 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 das ist wirklich selbstironisch. Also ich sage euch, zieht es euch rein. Ich finde den Song, und wenn man das dann auch ordentlich aufdreht, das hat was. Also hier schreibt auch ein der es kommentiert hat, irgendwie, sind mir gerade am Ende einer Werbung für öffentliche Verkehrsmittel die Tränen gekommen. Also es ist wirklich gut gemacht. Mhm. Mit einem guten Song. Ja, und das hast du wo aufgeschnappt? Einfach so im Artikel darüber gelesen? Ja, oder? Das habe ich hier unter der Tag, der Rubrik Der Tag bei NTV gefunden. Und im Übrigen der zweite Markenkern von Herrn Sammer. Ja, eine geile Nachrichtenseite, da mache ich gern Schleichwerbung. Herr Sammer liest ausschließlich NTV. Genau. Und Washington Post. Genau, ja. Hast du da eigentlich ein Abo oder liest du immer? Ja, hat er so doch erzählt, der ja zahlt ja richtig dafür. Ach, ja, richtig, für die für Washington Geld. Post zahle ich, ja, das, ja, das schon, aber... Na gut, sparst ja einen Haufen Geld bei der BVG. Ja, aber es gibt... Aber jetzt mal im Ernst hier, was mich ja schon annervt, jetzt muss ich mal wieder rumnerven. Aber weißt du, Washington Post und New York Times und so, da kann man echt für wenige Euro die Woche sich da abonnieren. Ja, oder Guardian auch so, was so, so internationale Medien. Und wenn ich hier irgendwie so die deutsche Zeitungslandschaft, wenn man so will, sich mir anschaue, die wollen dann irgendwelche, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat, ist ja noch keine Seltenheit, ja, wo ich mir denke, ja, für ein paar Artikel zahle ich sozusagen das Doppelte, wie ich bei Netflix für völlig andere Dinge kriege, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie dieses Thema... ich zahle für meinen Medienkonsum. Ja, da scheint sich hier die deutsche Medienlandschaft irgendwie seit ja mittlerweile mehreren Jahrzehnten fast schon mit Absicht ins Abseits zu schießen. Ja, weil warum? Ja, sie hatten also jahrelang gar kein Konzept, und jetzt stelle ich auch immer häufiger fest hier bei der Recherche auch für diese Sendung, dass man dann irgendwie über Google auf irgendeinen Link kommt. Die werden dann da noch angeteasert und dann kommt halt dieses obligatorische: Das ist die Zeitung plus Abo, was man dann abschließen muss, um den Artikel weiterzulesen. Und ja, die Krönung ist dann, wenn du es bezahlt hast, geht ja in der Regel die Werbung nicht mal weg. Ja, so, die guckst du dir weiterhin an. Also, ich schmeiße den Artikel dann raus an der Stelle, weil ich da keinen Bock zu habe. Aber wir wollen auch nicht elitär wirken. Dann passt das jetzt nicht. Also ich hab tatsächlich so ein Digital-Abo von der Süddeutschen. Das kostet einen Zehner im Monat. Das finde ich jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Ja, das wäre tatsächlich so ein Betrag, über den man diskutieren kann. Genau. Nur habe ich jetzt, ich bin jetzt der Regionalteil der Süddeutschen, hilft mir jetzt im Alltag kaum weiter. Deswegen ich den Regionalteil auch nicht, aber da ist halt so diese SZ-Plus-Dinger und sowas sind da alle mit drin. Wieso gibt es denn nicht, das habe ich noch nirgends gesehen, das verstehe ich nicht, wieso gibt es nicht einfach die Möglichkeit, dass du einen einzelnen Artikel, weiß nicht, für 50 Cent kaufst? Das würde man dann ja vielleicht mal machen, wenn man sagt, das interessiert mich jetzt wirklich brennend, ich will deswegen jetzt aber nicht 10 Euro oder 15 im Monat blechen, ich will nur diesen einen Artikel mal lesen. Ja, wieso, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch ein Geschäft wäre. Tja, ich meine, das gab es verschiedentlich mal, aber das ist halt auch wieder, dann musst du so irgendwie deine Bankverbindung oder irgendwelche Login-Geschichten da durchnudeln, um diesen Artikel zu lesen. Man ist ja auch faul, ne? So, aber das, jetzt haben wir uns ja die Stimmung auch, also ich, ja, muss ich zugeben, kaputt gemacht, ja, ich kann diesem leidigen Thema. Ich kann die Stimmung, das ist halt doof, ja? Aber ich kann die Stimmung wieder aufbauen mit zwei Nachrichten. Zum einen Frankfurter Allgemeine, da findet man auch noch Zeit, ganz gute Artikel ohne Abo, ganz for free im Internet, und den habe ich auch daher. Und das zweite ist der Artikel selber, der um die Deutungshoheit zum Klimawandel sich dreht. Ihr wisst ja, ich bin ja so auch so ein Klimabewegter, bringe immer wieder diese Klimathemen
hier rein. Aber dann mach doch wenigstens jetzt die Klimaanlage im offenen Auto aus, Ben. Also die ganze dann wird Zeit so warm. Läuft die Klimaanlage. Klima, ich dachte, darum geht es bei dem ganzen Klima. Ich sorge dafür eine Erdabkühlung, dass ich hier die Klimaanlage auch durch die offenen Türen der ganzen Erde zuteil werden lasse und du regst dich auch noch auf. Also echt, man kann es euch nicht recht machen. Ich meine, es wird auch schneien draußen. Ja, ja, hier ist sowas. Ja, Diesel hat Power, mein Lieber. Also, in den USA könnte sich die Sensation anbahnen für den Klimawandel, zumindest wenn es nach einem texanischen Gouverneur geht, der nämlich eine ungewöhnliche Idee im Kampf gegen den Klimawandel gebracht hat. Das ist natürlich ein republikanischer Kongressabgeordneter, ein Kongressabgeordneter namens Louis Gohmert, ist meine ich aus Texas, und da gab es eine Anhörung im Kongress zum Klimawandel, und die nationale Forstbehörde, die stellvertretende Leiterin der nationalen Forstbehörde, war dort geladen sozusagen. Ne? Und dann hat der Louis Gohmert sie gefragt oder hat vorgeschlagen, dass man den Klimawandel ja auch durch eine Änderung der Umlaufbahn von Mond und Erde bekämpfen könnte. Und hat die dann gefragt von der Forstbehörde, was sie für Schritte planen, um das sozusagen, ob sie das irgendwie in Betracht ziehen, was für Schritte sie da planen. Und da ist sie natürlich... America Forst. Ich würde sagen, ihn zum Mond schießen wäre doch der erste Schritt. Genau, die genaue Frage war, gibt es etwas, das die nationale Forstbehörde tun kann, um die Umlaufbahn des Mondes oder die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu verändern? Das hätte offensichtlich einen tiefgreifenden Effekt auf unser Klima. Woher kommt das? Es gibt so Studien, die zeigen, dass sozusagen die Umlaufbahn des Mondes um die Erde und der Sonne und so weiter, die ist ja nicht immer gleich, sondern das verändert sich ja, und dass damit natürlich auch eine gewisse Erderwärmung einhergehen könnte, also in grauer Theorie. Aber alle seriösen Wissenschaftler sagen, die Schnelligkeit der Erderwärmung, wie wir sie in diesen Jahrzehnten und ja im letzten Jahrhundert erleben, die kann darauf nicht zurückgeführt werden, weil so schnell geht das dann doch nicht. Ne? Abgesehen davon, dass man vielleicht auch noch nicht genau weiß, wie man die Umlaufbahn ändern soll, könnte auch gefährlich werden. Aber darum ging es dem natürlich auch gar nicht. So doof ist der natürlich nicht. Was der eigentlich sozusagen als Submessage da in den Kongress tragen wollte, ist, dass er der Behauptung sozusagen ja Nachdruck verleihen will, dass es gar keine menschgemachte Klimakatastrophe gibt, also man gar nicht irgendwelche Fabriken schließen muss und irgendwelche Wälder aufforsten muss, sondern eigentlich nur den Mond und die Erde und die Sonne in ihren Umlaufbahnen irgendwo auf ein besseres Niveau zu heben. Ja, Spitzenidee. Texas Texas halt. Finde ich klasse, was die sich immer ausdenken. Das ist so wirklich so. Die denken mal ein bisschen freier, mal ein bisschen weiter. Ja. Also nicht nur so engstirnig, wie du sagst, so irgendwie, oh, dann müssen wir aber irgendwas reduzieren oder am Ende müssen wir unsere Verhaltensweisen umstellen, ach du Teufel auch, und nicht mehr mit dem Auto zum Schusswaffenladen fahren und so, sondern hinlaufen, und dabei wirst du noch erschossen, dann kannst du auch keinen Umsatz machen, das ist ja alles Mist. Ja. Und Sturmgewehr. Ja, genau, das ist alles irgendwie doof, ne? Wobei, Sturmgewehr ist ja auch wieder Wetter mit drin, das ist ja Klima, ist ja ein Klimagerät, ne? Also Sturm. Wenn man es mal genau betrachtet, sind ja die Klimaschutzgegner ja eigentlich immer die Besitzstandswahrer. Ne? Das sind die die Dinge, die sozusagen die Errungenschaften, ne, den Fortschritt der Technik, was weiß ich, und auch die Gemütlichkeit, die damit einhergeht, nicht wieder hergeben wollen. Also es ist ein trauriges Thema. Das würde ja unterstellen, dass Texas voll wäre mit Rinderfarmen zum Beispiel. Das wäre... Nein, die man, sowas. Die man dann nicht auf Kosten des Waldes vergrößern könnte. Ja. Ne? Aber ganz cool ist auch die Antwort von dieser Frau Eberlin, das ist wie gesagt die stellvertretende Leiterin der Forstbehörde, die sagt einfach, was jeder routinierte Pressesprecher auch sagen würde, wir kommen noch einmal auf Sie zurück, Herr Gohmert. Ja, wie gesagt, vielleicht ihn zum Mond schießen, vielleicht könnten wir da mal einen Anfang mitmachen, vielleicht würde das den Mond ja schon so weit weiterschubsen in der Umlaufbahn, dass das einen positiven Effekt hätte. Man darf halt die Nazis nicht aufwecken, die hinterm Mond. Ja, das ist natürlich eine echte Gefahr, ne? Das ist irgendwie sowas. Falls es euch interessiert, die NASA ist dann dem Ganzen auch nochmal durch einen Faktencheck auf die Spur gegangen, den man auf der Homepage nachlesen kann, und zwar der Frage, inwiefern die Erdumlaufbahn konkret die sogenannte Milankovitch-Zyklen
das Klima auf unserem Planeten beeinflusst und ob diese Erderwärmung seit der industriellen Revolution erklären können oder auch nicht. Und die Wissenschaftler sind sich sicher, dass der aktuelle globale Temperaturanstieg in erster Linie auf menschliche Aktivitäten, insbesondere auf die direkte Emission von Kohlenstoffdioxid in die Erdatmosphäre durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe zurückgeht. Siehste. Amen. Also man könnte die Nazis auf den Mond wecken und bitten, die Umlaufbahn zu ändern, oder man könnte es auch sein lassen, einfach weniger Kohlendioxid in die Luft blasen. Und weniger Aber Methan. Weniger Methan, weniger kackende Rinder, lieber mehr Schweine fressen. Aber wo Schweine, hieß die wirklich Eberlin? Eberlin, ja, da wären wir wieder beim Eber. Ja, das ist Sperma. Also ich hätte den Artikel. Also irgendwie hat der verknüpft alles heute. Scheiße. Wir haben eine Schweinesendung. Genau genommen nicht, eine schweinische Sendung haben wir hier. Ich habe noch ein weiteres Körperteil, wenn ihr Interesse habt. Ja. Oh ja. So. Und zwar den sogenannten dritten Daumen. Unter der Überschrift. Kennst du das dritte Bein? Nee. Ja, der dritte Daumen wird von hinten. Sei es drum. Ich lese einfach mal. Jetzt wird's Finger im Po Mexiko oder was? Ja, richtig. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ist ja, nein, ist auch ein Corona-Schnelltest. Es geht wie so oft um Kunst. Es gibt da nämlich eine Designerin, Dani Claude vom Royal College of Art in London. Die hatte ein kleines Projekt vor, nämlich wollte sie mal unsere Sicht auf Prothesen ändern. Und hat Leuten aus dem 3D-Drucker Daumen gedruckt und so am Arm befestigt, dass die so ein bisschen wie ein Spiegelbild des echten Daumens, also am unteren Teil der Hand waren. Hier ist mal so eine Abbildung. Und das sollte eigentlich... Sieht ja total echt aus. Ja, natürlich soll es nicht echt aussehen, aber tatsächlich funktioniert der Daumen. Den kann man nämlich irgendwie durch Bewegung mit dem großen Zeh oder so steuern. Und witzigerweise ist es tatsächlich so gewesen, dass schon nach 5 Tagen einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich so an die Prothese gewöhnt hätten, dass sie sie als Teil des Körpers empfunden haben und danach tatsächlich wieder vermisst. Also da kann man tatsächlich erstaunliche Dinge tun, wie zum Beispiel mehrere Bälle gleichzeitig aufheben oder, was ich ja total super fände, mit einer Hand einen Kaffeebecher halten und gleichzeitig umrühren. Ja, der sozusagen unter dem kleinen Finger ist dann noch der Daumen, der hilft beim Halten der Tasse und oben mit Zeigefinger und Daumen kann man dann umrühren. Also oder, eigentlich eine oder super man kann, Idee. Man kann beide Daumen hoch machen und trotzdem noch ein Bier in der Hand Richtig, halten. Richtig. Also in der anderen. Auch korrekt, ja. Und also eigentlich eine super Idee, ja. Und oder auch so komplexere Dinge wie eine Teilnehmerin hat es wohl praktisch gefunden, ihren Schlüssel aus der Hosentasche zu holen und gleichzeitig mit der gleichen Hand das Smartphone zu bedienen, ja. Und offenbar ging das so weit, dass die Leute sogar mit verbundenen Augen die Prothese benutzen konnten. Also eigentlich eine super Nummer, ja. Und leider nur über ein paar Tage lang. Und deswegen... Aber nochmal die Frage, was wollte sie damit? Die wollte sozusagen die Akzeptanz also Prothese, von Prothesen. Prothese klingt ja immer so ein bisschen nach, weiß ich nicht, ja, so, ah, da hast du Prothese, ja, bist du irgendwie kaputt, ja, so eine kaputtene Mann halt. Da kommt der Ben mit der Prothese, ja. Und das ist halt, das wird zwar jetzt hier im Artikel nicht weiter aufgehört, aber Prothese klingt immer nach Unfall, nach irgendwie irgendwas ist kaputt, ja, und diese Sichtweise mal zu ändern und zu sagen, ja. Ah. Das vielleicht auch mal ein bisschen Arme so, noch so dazu ja, ich meine, zwischen Unfall und Cyberpunk, da muss es doch noch einen Mittelweg geben. Aber das ist doch jetzt auch nur eine These. Also ich, ist eine, ja, aber eine positive Prothese. Ja, These, Prothese, ne? Ja, aber das ist ja, ich meine, das kann man ja machen. Ja. Künstler sind ja halt Künstler, weil sie irgendwie auch Dinge mal machen müssen, die nicht von vornherein Sinn ergeben. Ja, da muss man den Sinn vielleicht auch erstmal finden. Aber ich finde das eigentlich total faszinierend, dass man... Wo war das? In Kalifornien, oder? Britische Kalifornien. Wo ist es denn hier? Britische Kalifornien? London. Aber da tragen die doch auch Handschuhe. Wie haben sie das denn dann gelöst London. Im Winter? Tja, spezieller. Ja, das waren ja jetzt nur 5 Tage. Prothesen also 5 Tage kann man du hattest doch sagen, dieses komische Teil, mit dem man, wo wir dann vermuteten, dass man daraus Handschuhe nähte. Ach so, ja. Was war dieses... Dieses Pinöckel da, keine Ahnung. Banausenseite. Pinöckel ist der Fachbegriff, genau. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf, aber. Ja. Ja. Aber stell dir vor, du könntest dann ständig so obskure Objekte. Du könntest im Gehen deinen Kaffee umrühren und hast die linke Hand noch frei. Ja, und da kommst du mit dem Handschuh. Ach, wenn ich dann aber friere im Winter. Ja, und wenn ich einen Kaffee schwarz trinke, bringt mir das doch gar nichts. Ja, also gut, das ist das doch stimmt. Ja, aber, ja, aber finde ich mal denn an Prothesen? Ist dann auch noch so eine Frage. Genau. Ist das dann Phantomfrost? Phantomfrost.
mit Bofrost. Ah, Bofrost. Es wird flacher heute. Ja, also das Wetter ist, es ist wirklich warm. Das Wetter ist, langsam wird es auch. Wir trinken gar kein Bier. Ja, das könnte sich vielleicht dann auch hier auf die Stimmung auswirken. Habt ihr noch Lust auf eine skurrile Geschichte? Ja, warum nicht? Ja, eine skurrile Geschichte aus Indien, passt mal auf. Also ist wirklich irgendwie andere Länder, andere Sitten, kann man dazu nur sagen. In Indien ist während ihrer Hochzeitszeremonie die Braut zusammengebrochen und gestorben. Das ist natürlich. Ah, jetzt, diese Inder. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht so lustig, wollte ich sagen. Ja, Frollo, was war das? Deine Überleitung, ja. Andere Länder, andere Sitzen. Das ist doch. Natürlich. Oh ja, Prollo, der Sinn der Überleitung, der kann dir auch erst einleuchten, wenn du mal etwas länger zuhörst. Ich hab nicht mehr so diese Aufmerksamkeitsspanne. Ich bin Social Media. Ja. Was ist der Scherz? Der Tweet ist jetzt voll. Nein, stellt euch vor, ihr müsst mal länger als 10 Sekunden zuhören. Ja. Es ist unglaublich. Auch. Also, die ist zusammengebrochen gestorben während ihrer Hochzeit. So, und dann sagt der Bruder, jetzt im Nachgang sagt er, wir wussten nicht, was wir in dieser Situation tun sollten. Ich meine, gut, die Schwester ist gestorben. Eigentlich weiß man dann schon, was man tun sollte, nämlich die Feier abbrechen, trauern und, weiß nicht, die Beerdigung organisieren. Aber was ist dann tatsächlich passiert? Beide Familien saßen zusammen, das ist jetzt ein Zitat. Beide Familien saßen zusammen und jemand schlug vor, dass meine jüngere Schwester Nisha stattdessen mit dem Bräutigam verheiratet werden sollte. Die Familien diskutierten die Angelegenheit und beide stimmten zu. Tja, eben noch Brautjungfer, jetzt schon Braut. Genau. Jetzt und so schäme ich mich auch nur noch so ein bisschen, dass ich mich da so drüber lustig gemacht habe eingangs. Das ist ja schon leicht merkwürdig. Das ist extrem merkwürdig, sage ich ja. Es ist dann so gekommen, dass am selben Tag noch die Schwester lag tot im Nachbarzimmer, die jüngere Schwester dann mit demselben Mann verheiratet wurde und dann eben Teil der Familie wurde. Das ist nämlich etwas, worauf hier noch hingewiesen wird. In Indien ist das halt etwas anders als bei uns, überraschungsfrei. Arrangierte Ehen sind die Regel. Ehen sind die Vereinigung zweier Familien und die Braut wird Teil dann der Familie des Mannes. So. Und dann haben halt die Familien da entschieden, wir müssen irgendwie das Beste aus der Situation machen anscheinend und haben dann eben ein bisschen umdisponiert. Also ich finde, war ja alles schon bezahlt und gebucht, ne? Wäre jetzt auch unter pragmatischen Gründen. Ja, und der Bräutigam hatte sich auch schon was anderes vorgestellt unter seinem Tagesausklang. Ja, ja. Tagesausklang. Ja, also ich finde... Ich weiß nicht, also... Also bei aller Rücksicht auf, sage ich mal, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen und so weiter, ich finde es mindestens sehr schräg, ehrlich gesagt ziemlich befremdlich. Und immerhin hat es ja auch eine indische Nachrichtenagentur auch für so bemerkenswert gehalten, dass sie die Geschichte aufgeschrieben und veröffentlicht hat. Also ich weiß nicht, die Inder haben vielleicht teilweise selber auch, je nachdem, wo sie leben, den Kopf geschüttelt. Aber wenn ich dann so Sätze höre, da sagt dann noch der Onkel, wir hatten noch nie solch gemischte Gefühle erlebt. Die Trauer über ihren Tod und die Freude über die Hochzeit müssen wir erst noch richtig verarbeiten. Jo. Also das ist schon klar, dass man da irgendwie gemischte Gefühle hat, wenn man am Tag des Todes der Braut dann eben die Schwester, die Kleine, verheiratet. Ja. Hat man denn diese Nisha oder wie die dann plötzlich verheiratete Schwester hieß, die hat man nicht vorher gefragt, oder? Oder aber ist der Vorschlag von ihr gekommen und man könnte dann mal recherchieren, woran die ältere Schwester gestorben ist und ob Nisha bei der Nahrungsaufnahme neben ihr gesessen hat? Also, Beef, das ist jetzt, glaube ich, etwas zu weit gegriffen. So wie ich das verstanden habe, haben da sozusagen die Familienräte entschieden und die Nisha eher nicht. Die, aber interessant wäre, wenn Nisha mit ihrem Boyfriend zu der Hochzeit gegangen wäre und hinterher ohne den Boyfriend mit dem neuen Ehemann nach Hause. Genau. Ja, das wäre interessant gewesen. Die hatten Besuch aus den USA und der Kollege wollte eigentlich nur mit seinem Taschenmesser eine Flasche öffnen, hatte aber versehentlich das AR-15 gezückt. Und die Braut erschossen.
Das ist traumhaft. Ja, das ist auch eine mögliche Theorie. Viel Raum für Spekulation. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Abschließend und heißt ihr es, Podcast für Mitgefühl und Sentimentalität. Abschließend heißt es dann noch, als die Familie des Bräutigams abgezogen war, hätte die Familie der Braut die Trauerzeremonie für die tote Schwester abgehalten, sagte ihr Bruder. Also das wurde dann so ein bisschen, das war dann nicht so wichtig, nur nach hinten geschoben. Wichtig war dann erstmal die Hochzeit. Jo. Tja. So. Skurriles aus Indien. Noch was Skurriles hätte ich aus den USA. Woran denkt ihr? Darth Vader sein? Das soll Darth Vader sein, aber eine schlechte Kopie. Genau, wenn ihr 4,3 Millionen das war Dollar Darth übrig Darth Vader. Beef Vader. Oh. Es sinkt für sie das Niveau. Das, also, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also, wenn ihr 4,3 Millionen übrig hättet, dann könntet ihr in Houston ein Haus kaufen, dessen Bauweise an den Helm von Darth Vader erinnert. Hm. Das ist tatsächlich so, dass, da hat ein Architekt, also ist eigentlich ein Chirurg, aber der hat dann quasi über den Architekten hat er sich diese Immobilie bauen lassen, hat auch, also ist inspiriert einerseits von der Form eines amerikanischen Stealth-Bombers und von dem Helm von Darth Vader, es ist auch ein Bild dabei, es sieht auch wirklich schon so aus, also ungefähr in die Richtung, hat aber auch 650 Quadratmeter Wohnfläche, also man kann auch sicherlich viel Merchandise da reinstellen, wenn man es sich dann dazu nachleisten möchte. Und ja, muss ich halt nur die Frage stellen, möchte ich jeden Tag in den Helm von Darth Vader rein und rausgehen oder so oder drin pennen? Ich weiß ja nicht. Ist das was für euch? Oder? Also ich muss auf jeden Fall feststellen, du hast heute echt krasse Tonprobleme und ich habe fast das Gefühl, du bist der Typ. Also, genau. Deine Stimme klingt immer mehr wie Darth Vader für mich. Nein. Das ist, also du hörst das wahrscheinlich gar nicht, aber es ist echt so. Also ich höre mich super, distorted. Aber, ja, das ist natürlich, das tut mir natürlich leid. Also ich muss sagen, im ersten Moment hätte man nicht so Bock, in so einer Hütte zu leben. Aber dann, wer weiß, wie es drinnen aussieht. Also ist ja eher so, dass du von drinnen nach draußen schaust und du stehst ja nicht dauernd vor deinem Haus und guckst drauf. Also vielleicht ist es ja ganz nett. Das ist sehr schöner, wenn der, wenn er da rausguckt und der Nachbar nachher, ne, wenn der sich dann auf die Idee kommt, da den Todesstern zu bauen, das ist natürlich dann doof. Aber eigentlich guckt man ja tatsächlich raus, wie der Sommer sagt, und nicht die ganze Zeit drauf. Hm. Oder da wenn fühlt dann, er sich voll geil. Ist das denn oder, schwarz, das Haus auch? Also es ist schon auch dunkel teilweise. Ja, ja, also es ist jetzt nicht nur schwarz, aber wie gesagt, es ist eher auch so die Form. Also wenn man drauf blickt, ist es tatsächlich so von dem Gesamtschnitt. Und ja, ist nur die spannende Frage. Also ich überlege gerade noch, der erste von den Alten, wenn da natürlich jemand diesen einen Lüftungsschacht findet, wo man dann diese eine Bombe reinschmeißen muss, damit ja, der das ganze... War ja der Todesstern, das war der Todesstern, ja, stimmt. Ja, aber wie kommt er denn jetzt vom Stealth-Bomber zu einem Helm? Ja, also ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Zwischendrin also, umentschieden ja, oder so. Ja. Vielleicht war dann auch noch der... Der Bausparvertrag leer, ich kann es dir nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall. Also, wir sind schon bei 1,5 Billionen angekommen. Also ein Stealth-Bomber wird es nicht mehr, aber wir könnten ihn noch einen Darth Vader machen. Ja, dann nehme ich einen Darth Vader. Genau, ja, fürs Raumschiff Enterprise hat es dann auch nicht gereicht. Das wieder ja, aber weiß man, wie es da drin ist? Also ist das dann auch so Star Wars-mäßig mit Schiebetüren nee. und das, kleinen das, Droiden? Das nee, da haben sie jetzt nichts zu gesagt. Also da steht auch nichts zu drin. Aber wie gesagt, also das ist eher der Hintergrund. Warum, weiß ich auch nicht. Ich fand es nur bekloppt. Sehr interessant. Möge das Haus mit dir sein. Ach, das ist die Überschrift? Das ist die Überschrift, in der Süddeutschen, ne? In der Süddeutschen, ja. Ja, geil. Was würdet ihr euch denn für ein Haus bauen, wenn ihr jetzt so wirklich, Geld spielt keine Rolle, also jetzt, also würdet ihr da auch jetzt mal orientiert an irgendwelchen Vorbildern irgendeine spezielle Form wählen? Was würdet ihr euch nachbauen? Ich natürlich die Ponderosa, aber... Also für mich wäre dann eher der Ort, wo ich es erbaue, anstatt wie ich es erbaue. Also ich glaube, das wäre dann eher was, wo die Grundstückspreise möglicherweise höher sind. Okay, sagen wir mal, der ist auch noch oben drauf, gratis. Aber dann könntest du dir noch so einen Shape, eine Form irgendwie aussuchen. Also ich stehe voll auf Türmchen. Das passt jetzt nicht zu Ponderosa. Ich wollte auch gerade Phallus sagen. Ich hätte gerne ein Türmchen irgendwie mal. Türmchen. Ne? Ja, aber auf einen Turm kriegst du einen Elefanten nicht rauf. Ja. Gut. Weißt du, also brauche ich einen Fahrstuhl für Turm bringt mir nichts. Ich habe ja auch kein langes Haar. Also insofern das, aber ich glaube, ich würde es eher so. So ein Spleen oder was? So ein dickes Kotelett? Ein Kotelett, das ist eine schöne Idee. Aber nein.
Auch kein Schweinekopf oder irgendein Rinderhoden. Also mal, Beef also hört sich doch so ähnlich an wie Biff. Vielleicht würdest du dir gerne so eine Hütte bauen wie der Biff bei Zurück in die Zukunft, der da dieses Imperium aufgebaut hat, weil er das Sportwettenheft. Ja, kann natürlich genau, sein. Dieser Turm, ne, dieser Wolkenkratzer. Aber das war ja nur die alternative Realität quasi. Ne? Dann, nee, also ich müsste jetzt wirklich lügen. Ich glaube eher, wie gesagt. Ja, so gesehen sind wir gerade auch in einer alternativen Realität bei dieser Fantasie. Deswegen Podcast, ne? Lass alles raus. Ja, also okay, sag gleich was zu. Aber ja, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, würde ich mir vielleicht einen schönen Pool irgendwie. Das wäre, glaube ich, was. So. Ein Pool? Ein Pool. Ein Wohnpool. Ein Wohnpool, so. Ein Pool. Ein Pool. Du hast doch Platz im Garten. Banal. Du kannst dir doch einen Pool bauen. Ja, Platz ja, in dem Fall. Aber kostet ja auch Geld. Wie wär's denn mit hier so einem Burggraben außenrum? So einen kannst du schön einmal im Kreis schwimmen, Bahn ziehen. Ja, viele Privatpools haben ja das Problem, dass sie einfach so winzig sind, dass man halt nicht wirklich drin schwimmen kann, sondern nur so ein bisschen planschen. Ja, dann baust du dir so einen Burggraben, kannst da schön deine Bahn ziehen und die Leute müssen halt über die Zugbrücke. Ja, wir haben das letzte Woche noch besprochen. Ich glaube, das war nach der Sendung und du warst schon weg, aber da wusste ich gar nicht. Es gibt so ein Geschirr, auch für kleinere Pools bis zu 5 Metern mit Gummiseil, da kannst du quasi gegen das Gummi anschwimmen. Das fand ich auch mal richtig clever. Viel besser und günstiger als eine Gegenstromanlage. Genau. Geile Idee. Ja, ist günstiger, das stimmt. Aber Johnny Weissmüller irgendwie. Wo wird denn das eingestöpselt? In Hollywood gibt es eine Villa. Johnny Weissmüller war doch, glaube ich, ein großer Schwimmer und der hat da so einen Streckenpool gehabt, tatsächlich mit Gegenstromanlage und. Da kannst du dich auch schön müde schwimmen. Ja klar, sicher, keine Frage. Aber ich rede jetzt, also jetzt immer wieder nicht im Paralleluniversum, sondern in der echten Welt. So eine Gegenstromanlage kostet ja auch ein bisschen was. Also dann ja gut, ist aber das doch so mit so einem Gummiseil. Ich trainiere ja auch, wenn ich mal wieder trainiere, immer nur noch mit Gummiseilen, mit so, ne, so Elastikseilen und gar nicht mehr mit Gewichten. Und das ist eigentlich total cool, weil das braucht nicht viel und wenn das gut eingestellt ist. Gummiseile sind auch viel leichter als Gewichte, ist nicht so anstrengend. Ja, aber Ben, dann kannst du doch, das ist doch dann ganz einfach. Du kannst doch einfach bei dir auf der Ponderosa, du brauchst für so ein Gummiseil eigentlich nur eine sehr große Badewanne, dann legst du dich da rein, machst eine Halterung für dein Seil und dann legst du los. Im Rindertrog schwimme ich dann. Ja, ja, genau. Genau. Und der Turm wird ein Sprungturm. Das müsste doch gehen. Fünfer. Ja, und sag mal, du, hättest du irgendwie so ein ganz spezielles Haus gerne, irgendwas, Fußballstadion oder sowas? Nein, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Der baut sich das Stadion vom FC nach. Mir würde eher ein traumhafter Garten vorschweben, so richtig schön mit schönen hohen Stauden, wo du irgendwie so ein bisschen deine Kreativität walten lassen kannst, wo du dir irgendwie so deine Ecken baust mit, keine Ahnung, irgendwelchen netten Winkeln, wo du dich mit dem Buch hinsetzen kannst oder, keine Ahnung, mit Freunden und einem Grill. Da kannst du, glaube ich, draußen, da ist deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Da könntest du so viel machen, wenn du den Platz hättest, aber auch die Kohle, das kostet ja auch. Ne? Ja, das stimmt. Naja, dann würde ich sagen. Wollte noch ganz kurz. Aber du kannst das gleich noch sagen, wir haben eh noch nicht 15 Minuten überzogen. Also, das ist ja gut. Nee, ich wollte im Prinzip was Schönes sagen. Also je nachdem, wie unsere Hörerinnen und Hörer denn uns auch hören, also über welche App oder was auch immer, sondern ich habe jetzt nur gesehen, dass es gibt ja diese App Podcast irgendwie. Da sind wir auch drauf und da sind wir und definiert als anstößig. Das fand ich sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut. Echt? Ja. Scheiße ist das doch. Ja, genau. Das kann ich aber aufklären. Das anstößig, hat Ben für uns da eingeschrieben. Nein, wenn ich die Folge fertig mache und in bei unserem Anbieter sozusagen hochlade, da gibt es ein Häkchen für sozusagen Parental Advisory oder eben anstößige Sprache. Und dieses Häkchen setze ich prophylaktisch immer, weil wenn du das nicht setzt und dann aber doch mal ficken, Arschlecken, sonst was sagst, dann schmeißt sich Apple zum Beispiel gern mal raus, weil du dann halt anstößige Inhalte nicht als solche deklariert hast. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist schon nett im Maulwurf. Mensch, super. Ja, das tut mir super leid. Aber ich fürchte, das ist einfach auf dieses Häkchen zurückzuführen. Das heißt, du bist quasi der Anstößige. Ja, weil ihr euer loses Mundwerk. Du hast den Anstoß gegeben. Ich dachte ehrlich gesagt, wir sind ein total seriöser Podcast. Ja, aber wir sind ja auch
gerne der Wahrheit verpflichtet. Manchmal muss man die Dinge auch beim Namen nennen. Und das könnte natürlich dann auch anstößig sein. Gehst du gleich eigentlich wieder stollern, Ben? Ja. Weil du hast ja nicht so viel Bier in dich reingekippt. Genau. Nee, ich muss echt gar nicht, weil Eistee treibt nicht so wie Bier. Nee, genau. Aber ist denn jetzt zum Beispiel Eberhodenentsamung, ist das denn schon anstößig oder ist das eher normal? Ich glaube nicht, aber wenn du sagst, wenn der Typ dem Eber einwichst, dann ist das natürlich anstößig. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, anstößig war eher die Beschreibung, dass der Typ hinter dem Eber hockt. Also das wollte ich nicht zu Ende denken. Ich weiß ja nicht, aber da der Eber kommt, das ist ja dann das Erstaunliche. Also ich glaube, Apple ist da wirklich am strengsten von allen. Allen anderen dürfte es fast egal sein. Aber da habe ich mir das mal einfach zur Regel gemacht, immer pauschal dieses Häkchen zu setzen. Gibt es noch andere Häkchen, die man setzen kann? Nicht anstößig. Ja, da gibt es noch irgendwie qualitativ wertvoll, das lasse ich immer weg. Wieso? Lustig, kreuzt sich auch nicht an. Verstehe. Nee, da gibt es nur dieses eine Häkchen eigentlich. Na gut. Ach, was will man machen? Sag mal. Soll ich die Sirene nochmal abspielen oder will ein anderer den Quickie machen? Also, wenn jemand anders einen Quickie hat, gern. Ich sperre mich da nicht gegen. Ich habe heute sowieso keinen echten Quickie dabei. Ich sage jetzt mal nur gerade abschließend und dann kann gern jemand mit einem Quickie um die Ecke kommen, dass es Neues von Luise Fischer gibt. Ah, die ich, hat sie sich gemeldet bei dir? Sie hat mich angerufen und hat gesagt, ey sag mal, ein Interview führen. Sag mal, geiler Podcast, ich würde gern mit Ben Cartwright und den anderen Jungs im Bang Bass euch ein Interview abschwatzen. Nein, das leider hat sie nicht angerufen, aber sie hat sich gemeldet, weil irgendwie ja auch Kritik aufkam. Also nochmal für die Hörer, die letzte Folge nicht gehört haben, Luise Fischer ist eine Journalistin, Radiojournalistin, die eine Neueröffnung von einem Swingerclub in Kopenhagen begleitet hat, journalistisch, und da ein Interview geführt hat im Swingerclub und während dieses Interviews, also die Betonung liegt darauf, während dieses Interviews mit vollem Körpereinsatz bei der Sache war. Und dafür wurde sie dann teilweise auch kritisiert. Und sie hat jetzt bei Instagram gepostet zu der Kritik. Ich lese einfach mal, das ist ein längeres Zitat, ich lese es einfach mal vor und dann reiche ich euch hier, Jungs, zumindest nochmal ein Bild von der Luise rum. Die hat ja auch da noch ein nettes Bild von sich in einem pinken Kleid mit einem Glas Sekt oder was weiß ich in der Hand gepostet. Also, sie sagt, kannst du offen über Sex und deine Wünsche sprechen? Das kann ich nach der Debatte der letzten Tage bezweifeln. Ich meine, natürlich kannst du frei über Sex reden, wenn du willst. Und wenn du keine Lust dazu hast, dann ist es völlig in Ordnung, es für sich zu behalten. Aber eine Überempfindlichkeit gegenüber unserer eigenen Sexualität und unserem Antrieb ist gefährlich. Zumindest bin ich der festen Überzeugung, dass man machen kann und sollte, was man will. Dann macht das Leben viel mehr Spaß. So, das sagt Luise und ich finde das eigentlich in Ordnung, was sie sagt. Ich habe sowieso ja kein Problem mit ihrer Art des Journalismus. Und sie wird dafür auch gelobt. Es gab dann auf diesen Post auch Reaktionen. Ich habe deine Geschichte gelesen und dafür habe ich ausschließlich Respekt. Auch ein weiterer User sagt, Respekt, mach was immer du willst, es ist dein Leben. Und der letzte, der hier aufgeführt ist, du bist nun auch sehr berühmt in Brasilien. Glückwunsch für deinen Bericht. Ich bin auch Journalistin und fand deinen Beitrag bemerkenswert. Leider hat die jetzt nicht gesagt und nehme dich als Vorbild oder sowas. Aber ja, so viel zu Luise. Okay, hat einer ein Quickie? Sonst hätte ich hier ganz spontan, soll ja keiner behaupten, wir wären nicht wandlungsfähig und auch spontan. Ich habe ein Quickie und zwar aus der Wirtschaftswoche, aus dem Bereich Landwirtschaft. Deutsches Ebersperma ist Exportschlager. Keine schweinische Angelegenheit. Für das Geschäft mit Ebersperma gelten in Deutschland höchste Hygienestandards. Das ist auch im Ausland gefragt. Und so weiter und so fort. Und jetzt pass auf, wie Ebersperma gewonnen wird, kann sich jeder anschauen. Auf YouTube präsentiert die Besamungsunion Schwein nicht nur Eber online, sondern gibt unter dem Account Ferkelväter auch Einblicke hinter die Kulissen. Was? In sogenannten
Absamungsbuchten fangen, Absamenbuchten fangen die Mitarbeiter der Eberstation das Sperma in speziellen Beuteln auf. 300 Milliliter bis zu einem Liter pro Ejakulat können das sein, wie ein Raphael Liter. Wesolki von der Besamungsunion Schwein erklärt. Stell dir mal vor, wo arbeitest du denn? Ja, ich arbeite bei der Besamungsunion Schwein und du? War das auch eber.de eben oder Eber Online? Es war, war Wirtschaftswoche, aber... Ja, aber nein, was du da vorgelesen hast, da war da irgendwas mit Eber Online oder so. Ja, Eber Online, genau. Das ist nicht nur über, nicht nur Eber Online. Treffen Sie Eber aus Ihrer Umgebung. Eberporn.de. Also für ein Quickie reicht das, glaube ich, jetzt hier, weil hier wird noch ganz viel Details, gibt es hier noch den Spermiengehalt und so, was weiß ich, was da alles also das Rekordsperma aus Deutschland ausmacht. Ja. Das mit dem Liter finde ich schon bemerkenswert. Ja. Jo, vielleicht können wir demnächst hier Absamungsmeister Krause hier mal interviewen. Von der, was war es hier, Schweinesperma, nee, Besamungsunion Schwein. Ah, oh, wie geil. Also, es gibt so geile Sachen. Das ist einfach, ja, herrlich. Also, jetzt wissen wir wenigstens und aber ist das so auch, wieso der Ben das Häkchen so setzt. Aber ist das so ein Job, wo man irgendwann mal da in der Schule ist und macht Dings und dann überlegt man sich, Mensch, ich gehe, glaube ich, zur Besamungsunion Schwein. So Absamung. Mein Traum ist in so einer Absamungsstation. Genau. Ich frage mich da eher so, wie läuft das Bewerbungsgespräch? Ja, ab? Weil eigentlich wird ja auch erwartet in Bewerbungsgesprächen, dass man so ein bisschen Interesse am Job signalisiert. Ja. Wie haben Sie sich denn für uns entschieden? Machen Sie doch meine typische Handbewegung. Das fiel mir auch gerade ein. Das dachte ich auch super. Nee, ja, aber da steht man doch nicht irgendwann auf und denkt sich als Jugendliche oder Jugendlicher, Mensch, ja, das wäre mal ein Job. Das wünsche ich mir schon lange. Also vielleicht, pass auf, wir können ja mal als Hausaufgabe, ich schreibe mal diese Genre. Besamungsunion an und frag, ob die uns tatsächlich... Bewerbungsunterlagen. Aber ob die mal Bock haben, uns das zu erklären. Wir hätten uns da so ein bisschen lustig drüber gemacht und vielleicht könnt ihr uns das ja mal ganz sachlich... Wir haben uns doch nicht darüber lustig gemacht, wir haben das doch seriös hier jetzt nacherzählt. Nein, in Unkenntnis der Seriosität und der Bedeutung dieser Tätigkeit, ne, haben wir in unserem infantilen Kopf... wieder nur anstößige Gedanken. Ich möchte aber, dass es in der nächsten Sendung keine Getränke gibt. Doch, ja, wieso keine Getränke? Keine Jojo-Schlotze, Ben. Ja, die Geschichte, als der Sammer Elefantenurin mitgebracht hat, die bleibt mir noch in Erinnerung. Na gut, okay, ihr Lieben. Oder waren es Kugel? Meine Nase läuft. Gott sei Dank die Nase. Ja. Die Freude ist groß und ich finde, dass wir auch ohne Alkohol lustig sein können. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und den Hörern viel Spaß bei dieser Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.